Name ist Marc Schuld, ich bin der Chefarzt der Unfallchirurgie im Nordstadtkrankenhaus in Hannover. Wir haben jetzt gerade im Frühjahr und auch jetzt beginnend Frühsommer haben wir immer wieder Patienten in der Notaufnahme, die durch Unfälle auf den Trampolinen verletzt worden sind. Es ist natürlich klar, dass bei dem schönen Wetter die Leute nach draußen drängen und sich irgendwie bewegen wollen. Warum ist Trampolinspringen überhaupt so gefährlich? Da kommen mehrere Sachen zusammen. Insbesondere durch den Federmechanismus ist es möglich, in Höhen zu springen, die man nicht so einfach normalerweise erreicht. Und wenn dann die Landung etwas härter ausfällt als geplant, dann kann man sich doch relativ schwere Verletzungen zuziehen. Es gibt auch Akrobaten auf dem Trampolin, die ungeübt Salti versuchen und dann zum Beispiel neben dem Trampolin landen. Auch solche Verletzungen sehen wir leider doch relativ regelmäßig bei uns in der Notaufnahme. Um die Verletzungsgefahr auf dem Trampolin zu vermeiden, möchte ich euch gerne 5 Tipps geben. Erster Tipp ist, die Höhe, die man erreichen kann, nicht unterschätzen. Zweiter Tipp ist, durch die Höhe sind die Verletzungsmöglichkeiten erheblich. Und wenn tatsächlich mal ein Unfall passiert ist, sollte man im Zweifel immer davon ausgehen, dass doch vielleicht eine schwere Verletzung eingetreten ist. Dritte ist, die Verletzungsgefahr kann erheblich reduziert werden, wenn man auf den Genuss von Alkohol und Drogen verzichtet beim Trampolinspringen, weil der Übermut ist eine der Hauptunfallursachen und das lässt sich auf jeden Fall vermeiden. Der vierte Tipp ist, immer alleine aufs Trampolin steigen, weil wenn man zu nahe auf dem Trampolin ist, dann kann relativ schnell da eine unkontrollierte Situation entstehen und wenn man einmal hochgesprungen ist und zum Beispiel die kleine Schwester unter einem lang krabbelt, dann kann man in der Luft die Landung nicht mehr so gut beeinflussen und landet möglicherweise dann auf dem Geschwisterkind. Das sind leider Unfallmechanismen, die nicht untypisch sind. Der letzte und nicht unwichtigste Punkt ist, dass man den Trampolin möglichst nur mit einem entsprechenden Fangnetz nutzen sollte. Gerade die typischen Gartentrampoline sind ja sowieso schon in einer Höhe von ungefähr 1,20 Meter. Und wenn man von 3 Meter Höhe auf dem Rasen landet, dann sind schwere Verletzungen im Prinzip gar nicht zu vermeiden. Wie wichtig Sicherungen für die Trampoline sind, zeigt auch dieses Beispiel, was wir in Hannover-Linden auf einem öffentlichen Spielplatz gefunden haben. Hier ist das Trampolin zwar nicht mit einem Netz gesichert, aber es hat eine gummiarmierte Umrandung, den sogenannten Fallschutzbereich. Der Fallschutzbereich ist defekt, deswegen hat die Stadt Hannover konsequenterweise das Trampolin für das Springen für die Kinder gesperrt.